Herzlich willkommen beim Immobilien-Startup-Podcast. Mein Name ist Christian Schönfelder und das ist der Podcast, der dir hilft, deine Immobilienstrategie zu finden und mit Immobilien dir dein persönliches Vermögen aufzubauen. Immobilien-Startup-Podcast, Folge 35. Heute im Interview die Immocation-Gründer Marco Lücke und Stefan Leupel. Was Immocation genau bedeutet, erfährst du jetzt natürlich im Interview. Bleibe gespannt. Es hat was mit Immobilien zu tun. Soweit kann ich schon verraten und vorweggreifen. Es geht um unser aller Rente. Es geht darum, wie Immobilieninvestments funktionieren und welchen Nutzen jeder Einzelne aus der Kapitalanlage in Immobilien für sich erreichen kann. Es ist ganz einfach, es gibt eine Anleitung, es gibt einen Plan, wie du zu deinen Immobilieninvestments kommst und es gibt zwei, die dich an die Hand nehmen und dir das Ganze schmackhaft machen, verständlich machen und das Investment zum Erfolg führen. Nun lass uns aber ins Interview starten, ich freue mich schon wahnsinnig drauf. Auf geht's! Hallo und herzlich willkommen beim Immobilien-Startup-Podcast. Heute im Interview zwei junge Herren, die bereits schon heute ihre Altersvorsorge für sich geklärt haben. Sie sind Anfang 30 und wissen bereits heute, wie hoch ihre Rente sein wird. Sie sagen von sich selbst, sie sind lange dem normalen Arbeitsweg gefolgt, haben Erfahrungen gemacht mit Geldanlage, für sich herausgefunden, was nicht funktioniert und was funktioniert. Darüber werden sie heute berichten, welche Lehren sie daraus gezogen haben. Herzliche Grüße, willkommen nach München, Stefan Leubel und Marco Lücke. Dankeschön. Hi Christian, hi. Schön dabei zu sein. Ich habe anfangs immer so die Frage an Immobilieninvestoren, das ist einfach so, dass die vier unterwegs sind. Wo befindet ihr euch, in welchem Setting erwische ich euch denn heute? Ja, wir befinden uns im Setting in der Wohnung, quasi im Homeoffice in München. Ist tatsächlich gar nicht unterwegs, sondern werden wir nachher ja gleich drüber reden. Wir haben einiges zu tun. Wir sind gerade dabei, ein Unternehmen aufzubauen und deswegen auch tatsächlich relativ viel am selben Ort im Moment. Okay, also Homeoffice im Büro, also am Arbeiten rausgeholt. Büro ist ein schönes Wort, ist eigentlich mehr ein Wohnzimmer. Hier ist gerade ein Wohnzimmer, genau, Büro ist woanders, ja. Genau. Okay, also der Trend ist für euch jetzt nicht unbedingt die Arbeit und das Wohnen, sondern ihr seid von Herzen auf wir Arbeitende. Also wir sind ein bisschen gewohnt auch von den Jobs, die wir vorher hatten, dass man tatsächlich das relativ gut integrieren kann. Ist natürlich auch eine Gefahr dabei, das so zu integrieren. Aber ich glaube, wir haben ein bisschen Übung und es hat auch Charme, ortsungebunden irgendwann vielleicht mal arbeiten zu können. Work-Life-Balance war einfach mal. Wo kommt ihr denn her? Was habt ihr für eine Schulbildung genossen? Wie seid ihr dazu gekommen, jetzt wirklich, dass ihr heute in eurem eigenen Wohnzimmer arbeiten könnt? Wie kommt es dazu? Ja, ich fange an. Schulbildung, ganz klassisch. Ich komme gebürtig aus Stuttgart, der Nähe von Stuttgart und bin da quasi dann Grundschule, Gymi und habe sehr, sehr früh die Lust an der Schule verloren. Eltern hatten hart zu tun, mich auf der Schule zu halten. Ich bin zwischendurch auch mal von der Schule geflogen, musste die Schule wechseln. Es hat einfach ganz viel bei mir mit Interesse zu tun gehabt. Das kam dann so übers technische Gymi, kam sehr viel Interesse. Habe dann da auch eben zum Glück die Kurve gekriegt. Da war dann auch die erste feste Freundin da. Man wollte ein bisschen was erreichen und dann kam so die Motivation, Abi gemacht, duales Studium gemacht, da habe ich den Stefan kennengelernt, wir haben quasi dann früh eigentlich uns kennengelernt, haben waren im selben Studiengang und haben zusammen auch in WGs gewohnt und dann quasi, das war eben schon, also duales Studium heißt, ne, dass es durch einen Arbeitgeber begleitet wird, das Studium, und man danach quasi auch zumindest sehr, sehr gute Chancen hat, bei dem Arbeitgeber einen Job zu bekommen, und genau das haben wir beide auch. Mein Weg ist eigentlich erstaunlicherweise extrem parallel verlaufen, inklusive des Rauswurfs aus der Schule. Okay, also wir haben uns dann irgendwann kennengelernt und festgestellt, wir haben erstaunliche Parallelen.
Ich bin in Norddeutschland groß geworden, in Nordhorn, Kleinstadt in der Nähe von Holland, habe also mal Hochdeutsch gelernt, habe dann irgendwann in München jetzt eine Münchnerin geheiratet, auch deren Namen angenommen, also bin vom Hochdeutschen ein ganzes Stück weg mittlerweile. Auch ein technisch geprägtes Gymnasium, dann auch Wirtschaftsinformatik in so einem BA-Studium zusammen mit Marco studiert und dann eben auch bei einem großen Unternehmen eingestiegen. Das hat uns dann auch die nächsten 10 Jahre eigentlich erstmal beschäftigt, das Thema Großunternehmen. Und dann ging es dann gleich los mit dem Studium, guter Einstieg, gutes Gehalt, viel Geld oder für die Maße dann durchaus mehr Geld als vorher. Und wie seid ihr mit dem Geld umgegangen? Gab es dann schon das Thema Investments? Oder wie seid ihr auf das Thema Investments zu sprechen gekommen oder zum Leben gekommen? Ja, also genau, wir haben angefangen, relativ früh Geld zu verdienen durch ein sehr kurzes Studium und haben wirklich klassisch dann auch versucht und sehr, sehr viel Energie und Zeit in den Job gesteckt und logischerweise auch angefangen, den Konsum zu erhöhen, Leasingwagen bekommen und das Leben wurde schöner erstmal, ja. Und nebenbei so immer mehr eigentlich angefangen, mal ganz unabhängig, ob jetzt Aktien, Immobilien, was immer, angefangen mal so hoch zu rechnen. Was musst du eigentlich heute zurücklegen? Wie viel Zinsen musst du eigentlich machen jedes Jahr darauf, dass das hinten raus mal ausreicht und den Lebensstandard mindestens mal hält, den wir gerade schon haben, im Idealfall natürlich eigentlich deutlich erhöht. Und das waren eine bittere Erkenntnis nach der anderen, die wir da hatten eigentlich. Viel ausprobiert, viele Anlageformen, zum Beispiel auch nach Lebermann mal Aktien angelegt, also wirklich Vollgas durchanalysiert, den DAX, ja, jede Woche Punkte vergeben für jede Aktie, rauf und runter und am Ende dann irgendwie eigentlich exakt den DAX performt, ne? Also man hätte es viel leichter haben können, wenn man einfach den Index kauft. Da dann erkannt, okay, es muss noch was anderes geben und dann Augenöffner war, ich weiß nicht, du wirst ihn vielleicht auch kennen, den Bodensee-Peter Blogpost. Ich habe jetzt von einigen schon gehört, dass der sich gut verbreitet, den gibt es seit vielen, vielen Jahren. Das ist, glaube ich, ein Serienunternehmer. Auf jeden Fall hat er irgendwann mal darüber geschrieben, wie er eine sehr, sehr kleine Wohnung gekauft hat, wie gut das für ihn ausgegangen ist. Und über den Blogpost bin ich damals gestolpert. Und dann haben wir eigentlich das erste Mal so richtig den Hebeleffekt begriffen, ja, der wirklich da eigentlich zuschlägt, wenn du mit wenig Eigenkapital eine Wohnung finanzierst und was das dann eben jetzt die Kurve quasi auf das Leben bedeutet, dass du damit wirklich nachhaltig dir was aufbaust und das hat das so ein bisschen in ein anderes Licht gerückt, wo eigentlich die Lebensprioritäten hin sollten. Ja. Genau, und so haben wir mit Immobilien angefangen. Ja. Ja, und es hat, ne, noch diese zweite Dimension bei Immobilien, also Hebeleffekt und nachhaltig. Ich war echt, als ich mit Marco das erste Mal auf Immobilien gekommen bin, ich war echt frustriert, was das Thema Geldanlage angeht. Ne? Wir haben gutes Geld verdient. Ich habe als Kind mal so einen Unfall gehabt und dann relativ früh ein bisschen Geld zum Anlegen gehabt mit 18. Ich glaube, ich bin nicht blöd. Ich habe mir auch alle Mühe gegeben, damit was Cleveres zu machen. Und bin aber, glaube ich, habe genau den Weg gegangen, den ganz viele Deutsche gehen, ne, mit Beratern von der Bank und auch freien Beratern zusammengesetzt und viele Dinge erklärt bekommen, manche Dinge dann auch geglaubt und getan, auch geglaubt, ich kann das mit den Aktien besser als der DAX und habe irgendwann nach 10 Jahren Bestandsaufnahme gemacht und du stehst eigentlich mehr oder weniger da, wo du vor 10 Jahren warst. Wenn du das jetzt 30 Jahre so weitermachst, dann wird das ziemlich eng mit Lebensstandard im Alter. Und bei Immobilien dieses Gefühl, hey, du hast dieses Einmalprojekt, das kannst du wirklich verstehen, du kannst das durchrechnen und da kommt hinterher auch wirklich das, was du jetzt verstanden hast. Und das schickst du auf die Reise und das ist dann da und das hilft für dein Alter. Und wenn du das 2, 3, 4 Mal machst, dann hast du irgendwann einen Haken an dem Thema. Augenöffner, ja, wir haben im Restaurant gesessen zusammen, ich bin mit einem Grinsen da raus, mit einer Buchempfehlung, habe gelesen, 2 Monate später dann eine Wohnung gekauft und bin so happy damit. Ja. Also zwei Wochen oder 2 Monate später? 2 Monate. 2 Monate später, das ist trotzdem ziemlich schnell. Das ist echt spektakulär. Man muss ja wirklich einmal am Anfang wirklich sagen, man muss viele Sachen sich erstmal aneignen und dann ist dieser große Haufen Wissen und groß viel Risiko, was man sich selber ausmalt, und durchaus auch ein bisschen Angst. Ja.
das lässt sich dann schnell abbauen, wenn man auch vielleicht auch ganz klein beginnt. Ihr habt jetzt über Geld gesprochen. Wie steht ihr denn zu Geld heute? Was hat Geld für euch für eine Wertschätzung oder für eine Wertigkeit im Leben? Es hat, glaube ich, massiv abgenommen an Wert für uns. Also tatsächlich war Geld für einen Lebensstandard, an den wir uns angefangen hatten zu gewöhnen, hat eine wichtige Rolle gespielt. Ne? Wir haben logischerweise in den Jobs, wo wir da, ich glaube wirklich, also 80-Stunden-Wochen in der Regel gemacht haben, haben wir natürlich den Rest der Zeit dann auch gern konsumiert. Wir sind gern essen gegangen, wir hatten, wie gesagt, da Autos geleased und es war einfach wichtig, um überhaupt das im Laufen zu halten, was man gemacht hatte. Und durch das ganze Thema Immobilien ist eigentlich die Wertschätzung eher für nachhaltiges Geld ist natürlich deutlich mehr geworden. Aber wir haben eben realisiert, wenn wir weiter so konsumieren, wenn wir weiter so leben, ist das komplett unrealistisch. Und dann quasi zwangsgetrieben mussten wir eigentlich im Hier und Jetzt mal einen relativ harten Cost-Cut machen und mal gucken, was braucht man eigentlich wirklich im Leben. Ja? Und, das ist erstaunlich, wie wenig man eigentlich wirklich braucht. Also das Ergebnis war tatsächlich, wir haben jetzt gerade, wir kommen gleich noch dazu, was wir aktuell machen, wir haben jetzt gerade das niedrigste Gehalt, was wir jemals hatten, seit wir arbeiten. Und ich glaube, wir sind mit Abstand am zufriedensten gerade. Ja. Also dann klingt es ja schon fast so, als wenn der Spruch, dass Geld aus einem Menschen was Schlechtes macht, klingt ja schon fast wie wahr, ne? Wenn ihr jetzt weniger Geld habt und im Umkehrschluss ein besserer Mensch werdet. Oder wie seht ihr das? Verändert Geld einen Menschen? Also ich glaube nicht, dass man es pauschalieren kann per se mal. Ich glaube, das ist was sehr Individuelles. Das hängt total davon ab, was für einen Bezug zu Geld du hast, was du mit dem Geld tust, was du daraus auch ableitest für dich, oder? Also wenn das in Richtung Arroganz, Überheblichkeit und solche Dinge geht, macht das im Prinzip aus jemandem einen schlechteren Menschen vielleicht. Ich glaube, das kann man nicht pauschalieren. Wir für uns haben, glaube ich, herausgefunden, dass ja, wir brauchen ein gewisses Maß an Geld und insbesondere innerlicher Ruhe, dass wir dort irgendwo noch einen Puffer haben, um vernünftig leben zu können. Aber Glück kommt woanders her. Und ich für meinen Teil bin extrem froh, auch diese Zeit mit Karriere und Vollgas im Job gehabt zu haben. Ich habe dadurch die Chance bekommen, sehr, sehr früh für mich herauszufinden, dass auch die Zahlen, die ich irgendwie früher mal im Kopf hatte, nicht glücklich machen. Also Nullen auf dem Konto machen einfach nicht glücklich. Das ist für mich wirklich ein Learning gewesen. Und das zu tun, was einem Spaß macht und aber eine Sicherheit sich aufzubauen, dass man sich keine Sorgen mehr machen muss um das Thema, das macht sehr glücklich, finde ich. Ja. Das ist dann wieder der Herr Maslow mit seiner Bedürfnispyramide. Ja. Also für mich wird wirklich sozusagen, ich empfinde, ich war ein schlechterer Mensch, als ich weniger Wertschätzung für kleine Dinge hatte. Und das ist erstmal unabhängig davon, wie viel Geld ich quasi auf dem Konto liegen habe. Aber Wertschätzung für kleinere Dinge und nicht nur zwangsläufig Wertschätzung aus Geld, teurem Preis abzuleiten, das macht für mich schon zumindest einen guten Menschen aus. Ja. Sehe ich ähnlich. Also man kann mit dem Geld natürlich sich das Sicherheitsgefühl irgendwo erkaufen und hat dann die Möglichkeit, sich um Dinge zu kümmern, die man selbst wertschätzt, für die man Lust hat und wo man hinterhergeht. Und ihr seid ja aus dem Studium nicht rausgeflogen, sondern nur von der Schule, wo ihr was machen musstet, was euch nicht so Spaß gemacht hat. Jetzt habt ihr für euch eure eigene Passion entdeckt, habt euer eigenes Business gestartet. Erzählt doch mal vielleicht, was euch jetzt jeden Tag umtreibt. Womit beschäftigt ihr euch? Ja, genau. Also wir haben tatsächlich die Passion, die Leidenschaft gefunden. Wir konnten eigentlich irgendwann, wir hatten dann eben neben diesen Jobs, haben wir in 2 Jahren 6 kleine Wohnungen gekauft. Wir haben entschieden, das komplett gemeinsam zu tun. Das war eine großartige Erfahrung. Wir haben währenddessen erstmal gemerkt, wie toll es ist, wenn genau 2 Leute entscheiden, was passiert quasi, also wir zusammen, statt eben in dem Riesenunternehmen mit extrem viel Politik auch und vielen Dingen, die eigentlich nur Ballast waren, haben dadurch, glaube ich, einen Reiz auch gefunden, unternehmerisch tätig zu werden und haben den Inhalt, der kam quasi automatisch
nicht mehr aufgehört, wahrscheinlich auch ein bisschen im Freundeskreis irgendwann anstrengend, wir haben nicht mehr aufgehört zu missionieren, ja, und haben gesagt, ey, ihr müsst euch Immobilien anschauen, ihr müsst jetzt nicht, wir wollten keinen überreden, hier Großinvestor zu werden. Wir haben nur gesagt, also eine kleine Wohnung als Geldanlage kaufen, das ist absolut möglich. Und der erste kleine Schritt war, dass meine Freundin, die ist Freiberuflerin, ja, die hat wirklich extrem große Unsicherheit bezogen aufs Alter als Freiberufler, hatte da schon Sorge, dass sie irgendwie sich verändern muss früher oder später. Und die hat überhaupt nichts mit Finanzen oder Wirtschaft am Hut. Und die hat dann auch eine kleine Wohnung in ihrer Heimatstadt gekauft, wo sie sich auskennt und ist super, super happy damit. Mittlerweile eine zweite kleine Wohnung gekauft. Haut mich immer noch von den Socken, dass das wirklich passiert ist, ja, weil sie echt eigentlich mit so einem Thema nichts anfangen kann. Und das mehr und mehr haben wir angefangen, Leuten eben zu helfen, ja, und zu sagen, nutzt es einfach als solide, sinnvolle Geldanlage. Ja, ihr müsst jetzt nicht alle eure Jobs über Bord werfen, morgen Investor werden, aber das Grundzeug zu lernen, wie funktioniert das, wie kann ich eine Wohnung bewerten, ob sie eine gute Geldanlage oder ist oder nicht, lohnt sich auch gerade mal als Blick, wenn ich vielleicht gerade denke, na, jetzt kaufe ich mir das Eigenheim oder die Eigentumswohnung, in der ich gerade wohne, zumindest mal solide zu lernen, wann so eine Wohnung als Geldanlage funktioniert, sollte eigentlich jeder tun. Genau, und das ist unser aktuelles Projekt. Wir haben aus dieser Idee, aus diesem Gefühl heraus gesagt, jetzt haben wir ein bisschen digitalen Background, lass uns doch versuchen, jetzt nicht Leuten auf Einzelbasis zu helfen, lass uns versuchen, wirklich Leuten digital zu helfen, und das tun wir. Wir haben dann erstmal ein Kalkulationstool auf die Beine gestellt, haben das quasi übers Internet vertrieben und parallel ein Buch geschrieben, wo wir eben genau diese Idee verankern. Und jetzt wollen wir quasi um das Buch herum mit den ersten Werkzeugen, die wir haben, wollen wir jetzt ein Prinzip, ein Universum bauen, wo du reinkommst, ganz vorne abgeholt wirst und Schritt für Schritt eben nicht jetzt schon den Schritt zum Investor, zum Großanleger machst, sondern Schritt für Schritt eigentlich zur allerersten Wohnung und zum absoluten Basic-Handwerkszeug, was wir glauben, was einfach viel, viel mehr Menschen haben sollten. Also ganz fantastisch, ganz wunderbar. Ihr habt ja davon gesprochen auch, dass ihr vor allem erstmal Freunde, Bekannte angesprochen habt. Wie war denn da die Resonanz? Gab es da vielleicht auch Stimmen dagegen? ich sehe, ihr lacht schon. Was waren so die Glaubenssätze, die euch da entgegengeschlagen sind? Also Immobilien und Deutsche gefühlt, das ist so ein Thema, ne? Ich selber bin auch groß geworden, eher mit Vorurteilen und reservierten Meinungen, den falschen Glaubenssätzen gegenüber Immobilien. Ne? Ich habe das dann selbst überwunden, irgendwie in diesen Gesprächen mit Marco, bin aber auch danach immer wieder darauf gestoßen. Also grundsätzlich Interesse daran, warum wir jetzt auf einmal so happy sind und glauben, da was unglaublich Cleveres für unser Geld und unser Alter getan zu haben. Wir haben eigentlich immer offene Türen ins Gespräch eingerannt gefühlt. Aber dann merkt man schon im Gespräch, okay, aber ist das dann nicht total viel Aufwand? Und was ist denn eigentlich mit Mietnomaden? Und ist das nicht total unflexibel? Und Schulden machen ist ja eigentlich auch nichts Gutes. Und eigentlich will ich doch die eigenen vier Wände. Und also man stößt auf viele Bedenken, bei denen wir überzeugt sind, dass manche valide sind, aber bei manchen einfach auch das, was man von außen glaubt, nicht stimmt. Eine Immobilie zu betreiben, die ich einmal gekauft habe, ist nicht viel Aufwand. Und Mietnomaden, ja, die gibt's, aber die haben halt auch keine positive Schufa-Auskunft und keine Bescheinigung vom Vormieter, dass sie die Miete pünktlich bezahlen. Also es gibt Dinge, die sind nicht so, wie man glaubt. Es gibt Dinge, die kann man steuern. Und ich glaube, wichtig ist, und das ist auch das, was wir uns vornehmen, ehrlich zu erklären, was ist wirklich so. Und ja, eine Immobilie suchen und kaufen ist Arbeit. Aber was ist eben auch nicht so? Hinterher sie betreiben, ist nicht viel Arbeit. Und das geht problemlos neben Familie und Job und so. Ja, und ich glaube, dieser Konflikt und diese Reibung war das, was mir am häufigsten begegnet ist eigentlich. Ja. Ich habe irgendwo eine Statistik gelesen, die habe ich das leider nicht ganz im Kopf. Aber ich glaube, wir sind bei 40% Mieteigentum oder Wohneigentum und alle anderen 60% mieten bei diesen 40%. Ja. Das ist sogar in Deutschland noch geringer gewesen. Auf jeden Fall sind wir in Deutschland eins der Länder,
wo es so gering wie nur möglich ist. Also alle anderen machen das anders. Und da kauft man auch eine Wohnung oder die Immobilie passt halt zum Lebensumstand. Ja. Also eine Einzimmerwohnung, dann geht es in die Zwei-, Dreizimmerwohnung. Und ich bin auch dafür, das Einfamilienhaus kann sein, ja, aber bitte erst, wenn die Mieteinnahmen hoch genug sind, dass sich das auch bezahlen lässt. Ja. Und man sich nicht selbst wieder ins eigene Hamsterrad reinwirft. Ne? Also auch nur, weil es dann golden ist, das Hamsterrad, es bleibt ein Hamsterrad. Ja. Nee, wir stürzen ja auch wirklich ab, wenn du dir anschaust, in Europa jedes Jahr weiter nach hinten in der Tabelle, wie viel Vermögen haben wir im Alter. Und das liegt bei den Deutschen tatsächlich daran, dass sie sich nicht an das Thema Immobilie rantrauen. Ja. Eben genau das, wo wir jetzt helfen wollen, dass das möglich ist, auch in dem Alltag, den jeder hat, das Thema irgendwie umzusetzen, weil es ist so wesentlich. Ja. Absolut. Wenn ich bei euch diesen harten Einschnitt höre, habt ihr sicherlich auch den einen oder anderen Rückschlag erlebt oder ihr musstet euch selbst auch extrem begrenzen. War das immer leicht oder wie seid ihr damit umgegangen? Also immer die größte Herausforderung, wenn ich jetzt ans Thema Immobilien denke, ist für uns, glaube ich, immer gewesen, die passenden Objekte zu finden. Also die unglaubliche Begeisterung für das Thema, dann, glaube ich, die große Ernüchterung, die jedem, der jetzt auch in das Thema einsteigt, dann irgendwann geschieht. Oder es ist gar nicht so leicht, wenn ich einmal verstanden habe, wie viel Miete eigentlich eine Wohnung im Verhältnis zum Kaufpreis bringen sollte, damit sie für mich eine optimale Geldanlage ist, eine zu finden, die das auch tatsächlich tut. Dann gibt es schnell nur Faktor 30 zu kaufen. Also gerade wenn du jetzt in München vor der Haustür suchst. Ne? Mhm. Jetzt hat Marco das Glück gehabt und ich auch, dass wir beide ganz am Anfang relativ schnell so diesen einen glücklichen Treffer hatten. Was super ist, weil das Allerwichtigste, was wir auch heute den Leuten sagen, ist, du musst irgendwann in die Umsetzung kommen. Und es muss nicht, die eine erste Wohnung muss jetzt nicht die perfekte und dass da jeden Monat ein paar hundert Euro überbleiben und sowas sein. So wichtig ist, dass sie als Geldanlage optimal funktioniert. Da haben wir für uns ein bisschen ein System gefunden, das greifbar zu machen und dass du es tust und dass du einmal dieses Erfolgserlebnis hast und darauf aufbauen kannst. Ne? Aber nachdem wir diese ersten beiden Wohnungen gekauft hatten, eine Marco, eine ich und dann gemeinsam gesucht haben, sind wir auch mal richtig vor Wände gelaufen. Ne? Wir haben dann geglaubt, jetzt versuchen wir es irgendwie eine Nummer größer und jetzt kaufen wir ein Mehrfamilienhaus und machen da wie so ein kleines Mini-Studentenwohnheim raus und waren dann mit Bausachverständigen vor Ort. Das ist ein wichtiges Investmentobjekt schon, also ein Entwicklungsobjekt, okay. Ja, so richtig. Ne? Es gab irgendwie 10 Räume und dann konnte man auf dem Hof noch Dinge umbauen. Und wir hatten also schon die Fantasie für, da gibt es mal 16 Studentenzimmer und dies und das. Und es war auch alles total klasse, ja, bis wir dann in unserer Euphorie immer weiter drin irgendwann relativ spät gemerkt haben, ja, da gibt es auch noch ein Bauamt und da gibt es so eine kleine Spezialität irgendwie auf diesem Plan hier und das besagt eigentlich, neuer Wohnraum darf nur in ganz bestimmten Bereichen geschaffen werden und damit platzte so nach und nach eigentlich alles, was wir uns vorgenommen hatten, dann auch festgestellt, teilweise alte Bauten an dem Haus waren nicht sauber genehmigt und so. Also das ist dann irgendwann zerplatzt, nachdem wir ein halbes Jahr annähernd fast unsere gesamte Energie neben dem Job da reingesteckt haben. Das war bitter. Und dann wieder aufzustehen und sagen, hey, komm, okay, wir machen weiter, das nächste klappt wieder, hat ein bisschen Anstrengung gekostet, aber daraus ist jetzt, glaube ich, so ein gesunder, nicht mehr diese totale Euphorie, sondern einfach tiefes Verständnis, ja, das ist Arbeit, aber wenn man da beharrlich dran ist und sauber arbeitet, findet man immer wieder was, auch in der jetzigen Phase. Und das hat sich dann die nächsten 1,5 Jahre halt super bewahrheitet, wo wir noch 4-mal die Chance hatten, was zu kaufen, was wunderbar für uns funktioniert. Ne? Also ja, große Wand, hingefallen, aber mit dem Lächeln wieder aufgestanden, würde ich sagen. Okay, wunderbar. Also schön, dass ihr dann beim Thema Immobilien geblieben seid. Ja, genau. Also uns, glaube ich, was fehlen. Da kommen wir am Ende nochmal drauf. Ich habe so den Eindruck, dass das Thema Bildung auf jeden Fall auch eine Rolle spielt, also wie ihr dann dazu gekommen seid. Ich habe vor uns gesagt, viele Bücher gelesen, dann einen Blogpost, wie ihr darauf gekommen seid. Letztendlich habt ihr ja auch mal studiert und was ganz anderes studiert, gar nicht so mit Wirtschaft. Wie kommt's oder wie ist so der Unterschied zwischen Schulbildung, dem, was unsere Kinder in der Schule lernen und zu dem, wo das Leben einen dann dadurch dann oder dann doch hinführt? Wie ist so dieser Unterschied für euch selbst? Also der Unterschied ist definitiv mal da. Ne? Ich bin jetzt irgendwie aber kein
kein Freund, ich glaube auch nicht, das jetzt komplett zu verteufeln. Also wir sind zwar beide mal von der Schule geflogen, tatsächlich. Das war, glaube ich, eher, dass wir selbst da sehr, sehr wenig Interesse haben. Prinzipiell mal die Basics, die es in der Schule gibt, jetzt irgendwie bis zum mittleren Reifleiter, bis zum Abitur, die sind unglaublich wichtig. Ne? Also ich muss einfach sauber in der Lage sein, irgendwie einen Brief zu schreiben. Ich muss sauber in der Lage sein, Mathematik zu beherrschen. Ne? Sonst bin ich nicht vorbereitet aufs Leben. Ne? Also jeder, der jetzt sagt, alles klar, mit 6 Jahren gehe ich nicht zur Schule, sondern mache das irgendwie anders. Ich glaube, das ist hochgradig gefährlich. Darüber hinaus dann Studium, ich glaube, da sind wir zumindest mit dem, was wir damals als Vorstellung hatten, wo wir hinwollen, relativ zufrieden, weil wir hatten eben ein Studium, wie gesagt, das über 3 Jahre, duales Studium, wo schon ein Unternehmen dahinter steht, mit sehr, sehr hohem Praxisbezug. Das heißt, wir hatten nicht sehr, sehr viel Theorie, die wir nie anwenden konnten, sondern wir hatten 3 Monate Uni, 3 Monate im Unternehmen und immer so ein Exit. Ja. Und ich glaube, das ist auch das, was zwingend notwendig ist, irgendwie am ganzen Schulbildungssystem, dass der Praxisbezug immer mehr zunimmt. Ja, weil die Theorie ist eben, glaube ich, relativ realitätsfern einfach und es ist wichtig, learning by doing, ja, so lerne ich einfach das Allermeiste. Bücher sind wichtig, lesen, aber nur lesen wird mich nie weiterbringen. Ja, ich muss immer irgendetwas tun und genau das, denke ich, sollte viel, viel mehr noch in Schul- und Bildungssystem einfließen. Definitiv den ersten Schritt machen, einfach ins Handeln kommen, das ist echt extrem wichtig. Trotzdem höre ich irgendwo raus, dass man das am besten lernt oder dass man da wirklich dem folgen kann, wo man das Interesse hinlegt, was einem am Herzen liegt, was einem begeistert. Habt ihr einen anderen Tipp noch oder ihr habt die Basics in der Schule gelernt? Das ist klar, jeder lesen, schreiben, rechnen. Habt ihr noch einen anderen Tipp mitgenommen, vielleicht auch aus dem Arbeitsalltag, der euch jetzt nachhaltig motiviert hat oder ja, dahin gebracht hat, wo ihr jetzt seid? Gibt es da diesen One Moment, diesen Single Word? Gibt es da irgendwie? Also ich glaube, was uns beide sehr vereint, ist die Erkenntnis, ich weiß nicht ganz genau, wann der eine Moment war, aber Zeit gegen Geld, na, wirklich der Klassiker. Ich glaube, das ist das, was uns in Umdenken gebracht hat, weil wir haben enorm viel Zeit investiert. Wir haben auch gutes Geld dafür bekommen, aber wir haben noch überverhältnismäßig mehr viel Zeit investiert und das ist es am Ende in Sachen Lebensqualität überhaupt nicht wert. Ja, ich habe auch echt überlegt gerade, was ich jetzt der eine goldene Tipp. Aber ja, also mal zu hinterfragen, egal was für ein Gehalt ich jetzt habe und was für eine Vorstellung ich habe, was ich irgendwann mal verdienen möchte, ist das wirklich clever, dass ich einfach nur meine Zeit gegen eine etwas größere Zahl tausche, aber eigentlich immer noch in dem Moment, wo ich entscheide, ich möchte nicht mehr, ich kann nicht mehr oder was auch immer nicht mehr, warum nicht mehr arbeiten, ist alles weg und ich bin quasi zurück auf null, oder? Und das, na, diese Metapher ist ein bisschen ausgelutscht mittlerweile, aber das goldene Hamsterrad ist im Zweifelsfall halt immer noch ein Hamsterrad. Ja? Und wenn du aufhörst zu rennen, dann verschwindet auch ganz viel Glanz. Und da anders zu denken, und also bei mir war es, mein Buch wahrscheinlich jedem zweiten Podcast überall, dann Rich Dad, Poor Dad, wie viel passives Einkommen hast du und wie viel verbrauchst du im Monat? Und wenn du das eine aufbaust, das andere runterschraubst, dann gibt es einen Moment, in dem du nicht mehr abhängig von deinem Job bist. Und das erste Mal begriffen zu haben, was das an Freiheit bedeutet, war echt ein Augenöffner für mich. Absolut, fantastisch. Und da ist ja das Thema Immobilien auf jeden Fall eins, was da sehr, sehr unterstützt. Um darauf mal zurückzukommen, ihr seid ja in Immobilien selbst investiert. Ja. Ihr habt schon mal gesagt, es geht so ein bisschen darum, die eigene Rente aufzubauen. Es geht darum, jetzt auch kleine Schritte zu machen, also einzelne Wohnungen zu kaufen, jetzt sich nicht ablenken lassen von tollen Projekten, die da auf dem Papier gut aussehen, die vielleicht auch in den Gedanken gut sind, sondern Step by Step. Wie kommt ihr denn zu den Wohnungen oder was ist das große Ganze hinter der Strategie, die ihr euch da zurechtgelegt habt? Ja. Vielleicht könnt ihr einen Abriss für die nächsten Jahre geben. Was soll da passieren? Ja, also ich fange erstmal quasi mit der Basis an und dann schauen wir nach vorne irgendwie. Also der genau daher kommend, erstmal die ganz wichtige Erkenntnis, Zeit gegen Geld ist uns wichtig. Zeit gegen Geld Erkenntnis heißt erstmal nicht zu sagen,
ich werfe jetzt mein Leben, meinen Job über Bord ab, jetzt darf es nur noch Unternehmer geben, ja, die das Fulltime machen, sondern die Frage ist, was ist eigentlich eine Immobilienstrategie oder eigentlich eine Geldanlagestrategie für den privaten Anleger, die man wirklich umsetzen kann, wenn man sein Leben, seinen Alltag auch noch so vielleicht behalten möchte, wie er aktuell ist. Und die Strategie heißt, ist ganz einfach, erstmal umrissen, kaufe deine erste Wohnung. Ja. Also im Sinne von, lerne die Basics, verstehe den Unterschied, erwarte also, ne, was ist überhaupt ein guter Kaufpreis. Dann empfehlen wir auf jeden Fall, kleine Wohnungen zu kaufen. Die haben viele Vorteile vor allem, aber streust du dann Risiko, das ist erstmal einen kleinen Kreditbetrag. Die sind außerdem relativ lohnenswert. Wir empfehlen, auf B-Städte zu gehen, das heißt, sinnigerweise irgendwie im Speckgürtel von einer Großstadt oder andere Städte. Wir empfehlen ganz klar, Unistädte zu nehmen, da dann selber mal reinzugehen, sagen, was ist bei mir im Umfeld und zu analysieren, wo sind da zukunftssichere, gibt genug Listen, ne, das rauszufinden und dann zu schauen, was sind da für Preise möglich. Ja, also wenn man sich eben vorher mal überlegt hat, was ist ein lohnenswerter Kaufpreis, dann zu gucken, dass man die irgendwie in eine Reihenfolge bringt. Und dann sich ein, zwei Standorte aussuchen, ein einfaches, aber klares, automatisiertes Vorgehen zuzulegen, die Online-Angebote zu beobachten. Ja, das geht. Wir haben 3 Wohnungen einfach nur online gefunden, weil wir hingeguckt haben, schnell waren und die super funktionieren. Ja. Als Geldanlage bleibt jeden Monat von Tag 1 an was übrig. So, und das einmal mitzumachen, ist quasi der Kern der Strategie, die natürlich auch sinnvoll finanzieren, also Großteil finanzieren, am besten 100%, kaufen, Nebenkosten selber bezahlen und dann die erste Wohnung wirklich kaufen und dann wird man wahrscheinlich sowieso etwas Blut lecken und man hat eine Fähigkeit erworben, die man dann immer wieder einsetzen kann im Leben, wenn man sie braucht, wenn man wieder Geld anlegen möchte und das ist eben bei uns passiert, plötzlich fangen an, die Wohnungen zu einem zu kommen. Ja, man ist einfach in Kontakt mit Hausverwaltungen, mit anderen Leuten, anderen Eigentümern und so kamen dann eben auch Wohnungen zu uns, die nie online in irgendwelchen Portalen aufgetaucht sind, die teilweise auch, war das dann halbes, dreiviertel Jahr lang mit einem Verkäufer, einem potenziellen Verkäufer immer mal wieder sprechen, mal gucken, wie es ihm geht, Vertrauen aufbauen, der irgendwann gesagt hat, okay, ich will verkaufen, ich will aber auch nicht online, ich will da gar nichts machen, ich will es eigentlich nur dir verkaufen, ja, und das war dann auch ein super Deal. Er hat gesagt, ich will auch nichts renovieren, ich will das so wie es ist, möchte ich es gerne loswerden, ja, was eben immer genau das ist, wo ja die Rendite entsteht. Und ja, so kamen dann noch interessante Objekte zu uns, die wir auch neben den Jobs, die wir zu dem Zeitpunkt noch hatten, auch einfach von der Belastung her wirklich nebenher noch kaufen konnten. Also waren jetzt nicht alle sofort vermietet, sondern die ein oder andere war durchaus noch renovierungsbedürftig. Die ich gerade als Beispiel genommen habe, das ist, glaube ich, auch unser best, wahrscheinlich wird das auf lange Sicht unser bester Kandidat, den wir im Moment haben. Die war tatsächlich komplett unrenoviert, muss renoviert werden und neu vermietet. Und das ist ziemlich ideal natürlich, ne? Weil dann hat man eine frisch renovierte Wohnung zu vermieten. Da haben wir beide Enden der Fahnenstange. Einmal das Projekt, was nicht lief und eine, die am besten lief. Ne? Da erübrigt sich schon eine Frage. Und dann geht es aber einfach so, dass man Blut leckt. Man hat einmal ein Objekt gefunden, das funktioniert und dann kann man eigentlich fast schon gar nicht mehr aufhören, um wieder weiter zu investieren. Bedient ihr euch eigentlich auch Maklern oder? Also, für mich gehört ein Makler zu einem Immobilienmarkt in Deutschland einfach dazu. Also ja, das ist natürlich angenehm, wenn ich irgendwo auf eine Wohnung stoße, wo ich einen Verkäufer habe, der mich direkt verkauft. Das heißt dann aber auch, gerade wenn ich Einsteiger bin, dass ich oft auf Fragezeichen stoße, wenn ich nach Dokumenten frage, oder? Also Makler überhaupt nicht als etwas Schlimmes an, was mich Geld kostet, sondern ist Teil des Prozesses. Der kann für mich eine tolle Unterstützung auch in diesem Prozess sein. Wenn ich Einsteiger bin und wenn ich ein bisschen langfristiger denke, dann ist das auch ein Partner, von dem ich vielleicht irgendwann mal auf eine Wohnung aufmerksam gemacht werde, die bei ihm gerade reinkommt. Also gehört dazu. Kein Grund zum Ärgernis, sauber einberechnen, wenn man die Kalkulation macht, schauen, dass man trotzdem genug Puffer über hat, auch wenn man aus der eigenen Tasche eben einen Makler und so weiter bezahlt. Aber dann happy, ne? Also habe tolle Kontakte zu Supermaklern gehabt. Auch andersrum, aber gehört dazu. Ja.
nimmt eigentlich beiden durchaus dann viel mehr Stress weg und vor allem kann man auch Immobilien bekommen, die vielleicht online noch gar nicht da sind oder der Markt einen anderen Zugang hat. Ja. Und sofern wir ja in den Freistaaten Deutschlands investieren, in Bayern und Sachsen sind wir noch bei 3,5% Grunderwerbsteuer. Ja, genau. Das ist noch ein bisschen Spielraum für einen Makler. Ja, genau. Genau. Bisschen happig wird es dann, wenn du in NRW oder so unterwegs bist und dann noch eine 6% Maklerprovision. Also irgendwann nimmt es dann eine Größenordnung an. Aber Thüringen, Berlin mit 6,5%. Ja, ja, auch. Und ich überlege, glaube ich, sogar noch mal nach oben zu drehen, sofern ich das mitbekommen habe. Ja. Wir haben jetzt schon ein bisschen über eure Ankaufskriterien auch gesprochen. Vielleicht könnt ihr die nochmal zusammenfassen, um das mal nochmal auf den Punkt zu dampfen. Also wenn ich jetzt starte mit einer Wohnung, worauf muss ich achten, was ist wirklich das Wichtige, um mich damit jetzt nicht für die nächsten Jahre ins Auszuschießen und vielleicht auch, sondern damit ich wirklich ins Laufen reinkomme. Was ist da wichtig? Also ich glaube, es geht immer um zwei Dimensionen. Das eine ist die Wohnung im Hier und Jetzt, die ich sauber durchrechnen und bewerten muss. Mhm. Und das zweite ist, an welchem Standort liegt diese Wohnung. Beim Thema Standort sagen wir, das muss ein Standort sein, der lohnenswert und zukunftssicher ist. Also lohnenswert heißt, ich kann Wohnungen zu attraktiven Renditen kaufen, also wo das Verhältnis Miete zu Kaufpreis für mich funktioniert, komme ich gleich nochmal drauf. Zukunftssicher heißt, das ist ein Standort, an dem Menschen auch in 30 Jahren noch wohnen wollen. Also logischerweise. Für uns, wir haben das versucht, greifbar zu machen und so handhaben wir es eben, sind das Städte, die eine Hochschule, Fachhochschule oder eine Berufsakademie, eine große oder sowas haben, wo junge Menschen wohnen und studieren. Da hat das immer einen riesen Beitrag dazu, wie sich so eine Stadt auch entwickelt. Oder da kommen immer Menschen hin, die neu dort ankommen, da gründen Menschen ihre Familie und auch ältere Menschen sind und bleiben gerne dort, wo junge Menschen sind. Es sollte eine Stadt sein, die eine Arbeitslosenquote hat, einfach eben jetzt noch nicht eine Zahl, aber einfach im Vergleich, wenn man das in Deutschland ein bisschen Statistiken sich anguckt, die gesund ist vom Arbeitsmarkt her und bei der die Bevölkerung nicht massenhaft abwandert, sondern wächst oder zumindest mal irgendwie stagniert. Na, es gibt noch diesen Trend, dass Haushalte von Quadratmetern her eher ein bisschen größer werden, mehr Einzelhaushalte, also Ein-Personen-Haushalte und sowas. Das heißt, leicht sinkende Bevölkerung heißt noch nicht, dass weniger Wohnungen nachgefragt werden und das ist ja am Ende das, was wir vermieten. Also eine vernünftige Stadt, zukunftssicher und lohnenswert. Und bei der einzelnen Immobilie zählt für uns am Ende eine Zahl in der Berechnung ganz besonders und fast ausschließlich. Und das ist das, was am Ende des Monats wirklich übrig bleibt. Also ich habe meine Miete, ich ziehe meine Rate an die Bank ab, ich ziehe die nicht umlagefähigen Kosten ab und meine eigenen Rücklagen. Und jetzt, da hören leider ganz viele Rechnungen auf. Ich rechne auch sauber aus, was ich an Steuer zu erwarten habe. Und das ziehe ich okay. auch davon ab. Und da sollte dann im Idealfall, das ist unser Anspruch, wenn wir suchen, erstmal eine schwarze Null stehen. Das muss nicht zwingend, wenn man eine Wohnung als super Geldanlage kaufen will. Wir sagen in unserem Konzept, und das ist das, was wir eigentlich vertreten, du baust ja immer noch mit der Tilgung Vermögen auf. Und wenn jetzt du immer noch die Hälfte der Tilgung quasi steuerfrei durch deinen Mieter aufgebaut bekommst, also wenn quasi du ein kleines bisschen drauflegst jeden Monat, aber das Doppelte an Vermögen aufbaust, dann hast du immer noch was sehr, sehr Cleveres für dein Geld getan und über Mietsteigerungen nach und nach und irgendwann vielleicht eine Anschlussfinanzierung, wo du eine niedrigere Restschuld hast. Das entwickelt sich ganz natürlich über die nächsten 30, 35 Jahre zu einer Immobilie, die einen super Beitrag zu deiner Altersvorsorge, zu deiner Rente und zur Absicherung leisten kann. Ja. Also das ist definitiv eine Formel des Zwangssparens, ne, dass der Mieter für dich spart und da den Wert aufbaut für dich. Um das zu bewerten, so eine Immobilie, da habt ihr ja selbst auch ein Tool ins Leben gerufen. Wo finde ich denn das? Oder welche Internetressourcen könnt ihr denn für eine Bewertung von Immobilien einfach uns an die Hand geben? Ja, also gut, was du bei uns findest oder wie der Einstieg am besten ist, quasi wäre, wenn du auf immocation.de gehst. Dort bekommst du erstmal das Konzept auf 10 Seiten kostenfrei, um einen Eindruck zu kriegen, was wir vermitteln. Dann gibt es da drin auch verlinkt eben das Buch. Da ist das komplette Konzept beschrieben auf 200 Seiten. Und von da aus kommst du, kann man auch direkt drauf gehen, immocation.de/tools.
Dort gibt es Werkzeuge, 5 Stück sogar an der Zahl, ein großes Bewertungstool, eben mit sehr, sehr vielen Prüfpunkten, Kriterien oder auch ein sehr bewährtes Kalkulationstool, was dich da wirklich Schritt für Schritt quasi durch so eine Kalkulation, dann eben auch inklusive Steuer, ja, was eben sehr oft vergessen wird, führt. Aber wir wollen nicht nur über uns irgendwie als Ressource reden, das ist, wie gesagt, gerade im Entstehen, da passiert sehr viel. Wir haben am 1.7. jetzt erstmal Fulltime angefangen, aber Desk.immo zum Beispiel ist etwas, was uns sehr gute Dienste geleistet hat. Das ist eine kleine, schlanke Software, die im Browser läuft, die sich über die Portale eigentlich drüber legt, so dass ich Wohnungen viel, viel schneller finden kann, die da angeboten werden. Ich kann zum Beispiel nach Quadratmeterpreisen sortieren, was dann einfach in den gängigen Portalen, warum auch immer, nicht möglich ist. Ja. Also Desk.immo, eine super Ressource. Und was ich immer machen würde, haben wir auch selber eine, gibt es viele andere gute, ist eine Facebook-Gruppe. Ja, also ich finde diesen Austausch in den Gruppen, wo einfach gerade geschlossene Gruppen entstehen, in denen wirklich auch thematisch klar ist, um was geht's hier? Ja, geht's um Großinvestments, geht's vielleicht um Gewerbeimmobilien, geht's Wohnimmobilien? Da drin ist wirklich ein Austausch halt mit Gleichgesinnten, wo ich Fragen loswerden kann. Das finde ich immer eine super, super Online-Ressource immer. Ja. Ja, definitiv. Da gibt es ja auch für jede Immobilie, die man eigentlich sucht oder was eine Präferenz ist, gibt es eine eigene Gruppe. Das ist echt klasse. Genau. Wunderbar. Das Thema Weiterbildung. Also wir haben jetzt einmal die Technik und eure Tools auch. Ihr seid irgendwo dazu gekommen. Ihr habt am Anfang auch schon mal Bücher angesprochen. Was liegt denn aktuell bei euch auf dem Tisch für ein Buch? Wie seid ihr? Oder welches Wissen habt ihr bisher konsumiert? Was könnt ihr empfehlen? Also ich antworte auf beide Fragen. Aktuell auf meinem Tisch liegt ein Buch, das nennt sich Die Grundformen der Angst. Das hätte Marco jetzt gleich als etwas, was ihn sehr geprägt hat, erzählt. Ganz, ganz altes Buch. Ich bin auch noch nicht ganz durch, das sich mit Psychologie beschäftigt. Und jetzt bin ich absoluter Laie, aber ganz viel von dem, was wir heute in so Menschentypisierung und sowas in der Psychologie machen, geht wohl auf dieses Buch zurück. Und stellt eben die These auf und erklärt, dass es eigentlich, dass jeder Mensch tief in seinem Innern von Grundängsten irgendwo getrieben und beeinflusst ist. Jeder hat auch alle 4 Grundängste irgendwo in sich, aber manchmal ist eine davon ganz besonders stark ausgeprägt. Das prägt dann stark den Charakter, warum ich was tue, warum mich was motiviert, warum ich wovor Angst habe. Und kann eben, wenn es eine Extremform annimmt, dann auch zu einer Persönlichkeitsstörung und solchen Dingen werden. Ist unglaublich interessant, weil es einem hilft, ganz viel an sich selbst zu verstehen, warum man tickt, wie man tickt und auch ein bisschen besser zu verstehen, warum vielleicht Menschen im Umfeld reagieren, wie sie reagieren. Das lese ich jetzt. Buchempfehlung. Marco sagte jetzt, sag nicht Rich Dad. Das sag ich sonst immer, weil ich es wirklich geil finde. Aber ich pack's einfach mit drunter, das muss aber, einfach mit rein. Jetzt aber nehmen wir mal an, das haben 90% deiner Podcast-Hörer haben das bereits gelesen. Ja. Möchte ich was ganz anderes sagen, und zwar ein Buch von Hal Elrod. Ich habe es auch nur auf Englisch gelesen, das heißt Miracle Morning. Da ist ein Typ hingegangen und hat analysiert, was eigentlich Menschen, die in ihrem Leben die Dinge erreichen, die sie sich vornehmen, gemeinsam haben, und hat Verhaltensmuster festgestellt, die alle irgendwie machen. Manche machen 1, manche machen 2 davon. Er hat 6 herausgearbeitet. Das ist Tagebuchschreiben, das ist Affirmationen und Visualisierung von Glaubenssätzen, das ist regelmäßiger Sport, das ist Lesen und Weiterbildung und Meditieren. Das sind die 6. Und dann konnte er sich nicht entscheiden, was davon er tun soll. Und hat dann gesagt, hey, eigentlich ist das eine ziemlich sichere Nummer, wenn ich einfach alles davon mache, jeden Tag. Und hat daraus ein Konzept entwickelt, ich stehe jetzt einfach 1 Stunde früher auf, jeden Tag. Wenn ich bis jetzt um 6 aufstehe, dann um 5. Also das Buch enthält noch viele Anleitungen zum Thema früh aufstehen. Ja. Okay. Und bringe diese 6 Sachen in einer kurzen, sehr super strukturierten Form unter. Und ich mache das für mich tatsächlich jetzt seit fast 2 Jahren, stehe um 5:30 auf, aber das auch sehr konsequent und mach jeden Morgen dieses Morgenritual. Und es ist unglaublich, mit welchem Gefühl du in den Tag startest, wenn du so viel für dich selbst gemacht hast, bevor das Chaos in Anführungszeichen über dich hineinbricht. Wenn du den Rest des Tages nichts mehr schaffst, bist du trotzdem abends da und sagst, hey, ich habe sowas Sinnvolles für mich heute getan. Das war für mich auch in Zeiten mit viel Stress im Job, mit allem, was dann tagsüber passiert ist, sowas Tolles bis heute, morgens aufzustehen und als erste Amtshandlung sich hinzusetzen, die Augen zuzumachen und zu meditieren. Also Game Changer für mich. Ja. Miracle Morning, großartiges Buch.
Sehr cool, sehr, sehr cool. Werde ich mir gleich mal bestimmen. Das schaue ich mir auf jeden Fall mal an. Ich habe zu dem Thema auch einen ganz wunderbaren Podcast-Kollegen, den Thomas Reich. Ich weiß nicht, ob ihr den kennt. Der hat für sich auch zusätzlich noch was implementiert in den Morgen, und zwar ist das Kaltduschen. Mhm. Seit Jahren Kaltduscher. Nicht mal, habe ich wieder über Bord geworfen. Ja, ich habe das auch mal, der Matthew Mockridge hat das in seinem Podcast auch mal propagiert. Ich habe das mal 2 Wochen oder so. Ja. Aber es ist verrückt, wie man da in den Tag startet. Ne? Wenn man das wirklich durchzieht, dann ist man gleich ganz anders online. Also ja. Echt wunderbar. Definitiv ein guter Tipp, sich am Anfang des Tages um sich selbst zu kümmern. Marco, hast du noch was bei dir auf dem Tisch liegt? Ja, also tatsächlich, was mein Leben in jüngster Zeit verändert hat, also wer mich von früher kennt, weiß, dass ich gern Nutella mit einem großen Löffel leer gegessen habe. Ja, ganz das ganze Glas. Das ganze Glas auf einmal. Auf einmal, okay. Und gut, man wusste, irgendwann im Leben muss man das mal erledigen, das Thema. Und jetzt gibt es da so viel Schmarrn, der rumgeht zum Thema Ernährung. Und dann habe ich zufällig irgendwie einen Volltreffer gelandet. Chris Verborg heißt der Autor, der hat ein Buch geschrieben, Ernährungssanduhr. Ist ein Niederländer, ein Professor, der ist so alt wie wir, hat aber mal eben irgendwie alle neuesten Erkenntnisse zusammengefasst, die es gibt, daraus ein Modell entwickelt, komischerweise Sanduhr heißt, ja, das ist irgendwie ein bisschen komisch aufgemacht, aber die ist Wahnsinn. Also er leitet sehr, sehr wissenschaftlich her, warum er welche Dinge empfiehlt. Ich habe dann meine Ernährung um 180 Grad umgestellt. Ja, also vor allem auf schnelle Zucker verzichten und so ein Zeug, war 2 Wochen lang brutal hart. Und danach ging es mir enorm viel besser und lebe das jetzt seit ein paar Monaten. Und ja, ich kann nur empfehlen, dieses Buch zu lesen. Unglaublich, was einem da bewusst gemacht wird, wie sehr man seine Gesundheit beeinflusst durch das, was man da oben im Tag reinschiebt. Spannend, spannend. Da habe ich noch einen Weg vor mir. Ja, klar ist, da komme ich manchmal nicht vorbei. Ich würde gerne mal darauf zurückkommen, auf euer Startup, was ihr jetzt gerade macht, weil das einfach spannend ist, weil das ist der Punkt des Podcasts, um wirklich zu starten in Immobilieninvestments, und ihr habt da was ganz Fantastisches ins Leben gerufen. Vielleicht reißt ihr das nochmal kurz ab. Was geht es da jetzt genau, beziehungsweise wo sind die Startpunkte und wo geht das jetzt Ganze hin? Was habt ihr noch vor dieses Jahr? Ja, super gerne. Also sagen wir, du suchst nach einer Geldanlage, die du bist bereit, etwas zu lernen. Ne? Das ist die Grundvoraussetzung. Das heißt, wir gehen davon aus, du möchtest Wissen tanken, weil wir davon überzeugt sind, Wissen ist die beste Form quasi der Geldanlage. Dann wärst du bei Immocation genau richtig. Wir auf immocation.de, wie gesagt, bekommst du das Konzept kostenlos zusammengefasst. Das ist quasi ein kleiner Leitfaden mit ein paar Grundsätzen. Beginnt dann oder mündet in einem Buch, wird in einigen Wochen als Printversion auch rauskommen. Im Moment ist das noch ein E-Book, was das Konzept komplett erklärt. Beginnt wirklich mit den Grundlagen, warum und wie funktioniert Anlage mit Immobilien, welche Risiken gibt es, welche Bedenken hast du vielleicht und was steckt wirklich dahinter. Dann ist es eine Anleitung, wie suchst und findest du eine Immobilie. Also auch wirklich ohne Kontakte, ja, wir schreiben da nicht, okay, du musst jetzt einfach ein Riesennetzwerk zu 100 Handwerkern aufbauen, sondern wir haben das Buch so geschrieben, dass du es in deinem Alltag ganz normal parallel zu deinem Job umsetzen kannst. Und dann, dass der Großteil des Buches folgt, wie das Buch auch heißt, die Gebrauchsanleitung für den Wohnungskauf. Das heißt, wir gehen dann wirklich eine Vorprüfung, wie kannst du sehr, sehr schnell Immobilien, die online sind, bewerten, wie kannst du geschickt mit Maklern, Verkäufern sprechen, dass du möglichst viel rausbekommst, um nicht ständig zu einer Besichtigung fahren zu müssen. Dann, wie besichtigst du? Und dann, wie machst du die wirklich ausführliche Prüfung, alle Dokumente durch, so dass du guten Gewissens kaufen kannst? Wie überzeugst du die Bank? Ja, ganz wichtig. Wie stellst du dich da auch dar? Was musst du aufbereiten? Wie bekommst du deinen Kredit? Und am Ende natürlich noch, was ist im Kaufvertrag beim Notar wichtig? So, und die Idee für das nächste halbe Jahr ist, dass wir entlang dieses Konzeptes dir alles an die Hand geben, was du für die Umsetzung brauchst. Im Moment gibt es eben, wie gesagt, da 5 Werkzeuge. Schon seit sehr langem gibt es ein Kalkulationstool, was enorm vielen Leuten schon wirklich hilft, wo wir wissen, das ist wirklich State of the Art gerade, um Geldanlage da zu berechnen. Und wir wollen das Universum an Werkzeugen ausbauen,
Wir bauen gerade eine Facebook-Gruppe auf, wo wirklich, Leuten helfen. Wir werden viel, Videos machen. Das ist das Thema oder das Medium, wo wir glauben, dass man Inhalte sehr gut vermitteln kann. Immer, wie gesagt, ausgerichtet auf, wo du eigentlich gerade wirklich am Anfang steigst ein, suchst deine erste, vielleicht zweite, vielleicht dritte Wohnung. Genau, und dann schauen wir, lassen uns von unseren Nutzern auch treiben. Wir gucken wirklich, wo sind die größten Schwierigkeiten und binden wirklich unsere Nutzer ein in die Weiterentwicklung der Tools. Und ob wir dann mal Videokurse brauchen, um bestmöglich zu helfen, werden wir sehen. Ich denke, wir werden sicherlich sowas wie Webinare machen, um Leute wirklich eng begleiten zu können, weil, um damit vielleicht abzuschließen, ich glaube, unser Grundsatz ist, wir wollen das sehr, sehr offen und ehrlich tun, nichts versprechen, was nicht möglich ist, und das bedeutet auch, wir wollen Leute wirklich ins Umsetzen bringen und ihnen nicht den fünften Videokurs irgendwie rüberschicken und am Ende können sie doch nicht umsetzen. Ich glaube, genau. Wir freuen uns am allermeisten, wenn Leute sich melden, die sagen, hey, ich habe gerade eine Wohnung gekauft, ich bin so happy und stolz, die erste Miete ist auf meinem Konto und danke, dass ihr mir dabei geholfen habt. Euer Tool hat mir geholfen, diese Baustelle zu erkennen, das hat mir 10.000 Euro Fehler erspart, die Anleitung hat mir geholfen, vor Ort irgendwie auf die richtigen Dinge zu achten und die dann sich austauschen darüber und wieder andere irgendwie anspornen. Oder ich glaube, daraus ziehen wir eigentlich gerade auch die Zufriedenheit, die wir jetzt gerade empfinden. Ja, absolut. Super. Vielen Dank für das Werkzeug. Das ist ja auch genau das, was ich mit dem Podcast vorhabe. Leute da einfach so unterstützen, es selber ins Tun zu kommen. Und wenn ihr da so viele Tools an die Hand gebt, so viel Wissen jetzt nochmal, sogar in Buchform, also fantastisch. Vielleicht nochmal kurz der Link, wo ist das Buch zu finden? Oder? Also wer direkt das Buch haben will, geht auf immocation.de/Buch. Wer direkt die Werkzeuge haben will, geht auf immocation.de/Tools. Wer vorne einsteigen will mit dem kleinen Konzeptüberblick, geht auf immocation.de. Ganz einfach, wunderbar. Kommt natürlich in die Shownotes. Dann wäre vielleicht noch ganz kurz die Frage, wie kann ich euch erreichen und wie können die Zuhörer euch erreichen, bevor wir uns dann gleich verabschieden? Genau, wer uns anschreiben will, stefan@immocation.de und ich bin marco@immocation.de. Könnt ihr uns jederzeit erreichen. Stefan mit F und Marco mit C und wichtig, Immocation mit Doppel-M wie die Immobilie und Cation wie Education vom Englischen verlernen. Sehr cool. Hat mir wirklich viel, viel Spaß gemacht. Es ist fantastisch, jemanden so begeistert über Immobilien sprechen zu hören. Also hat mich sehr gefreut. Vielen Dank für eure Zeit. Danke für die Einladung, Christian. Vielen Dank dir. Dann beste Grüße noch nach München und viel Erfolg mit Immocation. Mach's gut. Vielen Dank. Mach's gut. Ciao. Ciao. Was für ein Interview. Vielen Dank, dass du jetzt so lange dabei geblieben bist. Die Stunde ist fast voll. Das war gar nicht so lange geplant. Aber wenn man einmal ins Reden kommt und über Immobilien, Tools und Strategien spricht, dann kommt eins zum anderen. Nochmal herzlichen Dank an die beiden. Es hat mir wirklich sehr viel Spaß gemacht. Und dir möchte ich gerne, wenn du jetzt noch nichts zum Schreiben hattest oder nicht zurückspulen möchtest, das gerne nochmal präsentieren. Die Internetseite ist immocation.de und du findest ein Einstiegspaper. Du findest unter immocation.de/Buch das Buch, was die beiden geschrieben haben, mit über 200 Seiten und viel, viel, viel Wissen und Strategie für dich. Und du findest die Tools unter immocation.de/Tools. Alles nochmal in den Shownotes, auch die Buchempfehlung der beiden. Vielen, vielen Dank an Stefan und Marco. Viel Erfolg bei allem, was ihr jetzt begonnen habt und auch in Zukunft anfasst. Euch allen einen guten Start in die nächste und neue Woche. Ich wünsche euch von Herzen die besten Investments. Auf bald!
Soweit zum Podcast. Danke, dass du dabei warst. Ich freue mich, dich auch das nächste Mal wieder begrüßen zu dürfen. Die Shownotes zur Sendung findest du unter www.christianschönfelder.com/blog/isp000. Also drei Ziffern und am Ende einfach deine Folge rein. Für die Folge 10 zum Beispiel 010. In der Zwischenzeit kannst du mehr über den Podcast erfahren auf der Facebook-Page. Hier liest du mehr zu den neuen Themen der Sendung, zu den nächsten Interviewpartnern und natürlich würde ich mich sehr, sehr freuen, wenn du mir eine Bewertung bei iTunes hinterlässt. Gern auch mit Rezension. Vergiss bitte auch nicht, den Podcast weiterzuleiten und die alten Folgen auf der Homepage zu checken. Schön, dass du da warst. Auf bald. Dir die besten Investments.